Danke, dann gleich zum Thema Wasserstoff in der Hochschulausbildung. Wasserstoff ist in aller Munde, aber für den Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft brauchen wir Fachkräfte, gut ausgebildete Fachkräfte. Wie geht man daran? Als Juristin weiß ich, dass in der klassischen Juristenausbildung Energie und grüner Wasserstoff noch nicht so eine prominente Rolle spielen. Zwar gibt es mittlerweile viele spezialisierte Kanzleien, doch kommen die Expertinnen und Experten dort oft erst nach der Ausbildung richtig mit Fragen des grünen Wasserstoffs in Berührung. Ich würde sagen, lieber früher als später und denke, man könnte einige Problemkonstellationen aus dem Jurastudium schon mal in ein grünes Gewand hüllen. Zwei Beispiele, bevor ich mich fragen will, geht da nicht vielleicht noch mehr? Zwei Beispiele also, einmal ENWG und die Auslegung. Juristisches Handwerkszeug, das ab dem ersten Semester eine zentrale Rolle spielt. Warum nicht mal ein Bereich aus dem Energierecht? Im ENWG, da geht es um das Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung. Im ENWG ist Wasserstoff nur rudimentär geregelt. Und wir haben hier eine Vorschrift, die klar davon spricht, Fernleitungssysteme und Erdgas. Kann Wasserstoff hier runtersubsumiert werden? Klingt auf den ersten Blick ein bisschen verrückt, aber wenn man auslegt, Historie, Systematik, Sinn und Zweck berücksichtigt, könnte man vielleicht doch zu dem Ergebnis kommen. Zweites Beispiel, grüne Schuldrechtskonstellation. Wie wäre es mal mit einem Vertrag über die Lieferung von Gas, über Wasserstoffkonstellationen? Was, wenn da was schief geht? Da sind dem Klausurersteller keine Grenzen gesetzt. Schlechtleistung, Nichtleistung, Schadensersatz, also ein weites Feld. Andererseits stößt das Recht auch irgendwie an seine Grenzen. Und man könnte sich fragen, geht das nicht irgendwie noch ganzheitlicher, interdisziplinär, praxisorientiert? Das war auch die Frage, die wir uns an der Fachhochschule Westküste gestellt haben. Und das Ergebnis ist unser Master Green Energy. Hier möchten wir die drei bedeutenden Säulen für die Energiewende vereinen. Zum einen die Technik, die Wirtschaft aber auch und drittens das Juristische. Das heißt, warum brauchen wir ein technisches Verständnis? Natürlich erstmal, um zu wissen, wie läuft das überhaupt mit der Erzeugung, mit dem Transport, mit der Speicherung, mit der Verwendung von grünem Wasserstoff ab. Wirtschaftliche Kompetenzen braucht man, um zu sehen, ob sich Wasserstoffprojekte rechnen. Denn nur dann können sie realisiert werden. Und ob sie sich rechnen, hängt drittens in einem großen Maß von den rechtlichen Rahmenbedingungen ab, die man deshalb auch kennen muss. Zum Beispiel, welche Strompreisbestandteile sind für den im Elektrolyseur eingesetzten Strom zu bezahlen? Wann ist Wasserstoff überhaupt grün im Sinne des Gesetzes und wie kann das Energieregulierungsrecht der Zukunft aussehen? Diese drei Säulen möchten wir eben nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Ausbildung näher bringen. Das Ganze nicht nur theoretisch, sondern die Studierenden werden dort auch in unsere Leuchtturmprojekte, allen voran im Reallabor Westküste 100 eingebunden. Bereits als studentische Mitarbeiter, als wissenschaftliche Mitarbeiter, wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung und möchten so einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten.